Willkommen, Freunde, zum zweiten Teil 2014 des Via de la Plata, beziehungsweise ja, zum dritten Teil des Via de la Plata gesamt bei mir auf dem Kanal. Ich habe euch die Fotos am Ende noch gestellt. Alle Fotos habe ich nicht nachbearbeitet, nicht aussortiert, einfach chronologisch der Reihenfolge nach. Da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Okay. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist jetzt kurz nach sieben. Jetzt verlassen wir diesen, ja, ich würde mal sagen, interessanten Ort. Die Alberge Municipal kann man wirklich sehr, sehr empfehlen. Ihr habt es gesehen im Video. Sehr gepflegt. Die jungen Leute, die unten die Bar betreiben, sehr aufmerksam, sehr flink. Also die tun alles für die Pilger, wirklich. Gestern Abend noch mal Kissen gebracht und so weiter und so fort und Decken. Also Alberge Municipal in Galisteo. Also wirklich eine absolute Empfehlung, wenn das so bleibt. Sehr, sehr gut. Und wir gehen jetzt heute erstmal zum Arco de Capara, nennt sich das. Und dort kann man sich abholen lassen zu einem Hostel. Das sind so rund 28 bis 30 Kilometer. Ja, zunächst geht es hier nach Aldehuela del Jerte oder Jerte. Das sind so knapp 5 Kilometer, alles an der Straße lang. So, ich bin jetzt 40 Minuten hier auf dieser Piste und hier rechts ist so ein schöner Wald. Jetzt nicht mehr ganz so dicht. Also ihr hört das, ne? Ein sehr schöner Morgengesang. Bisher drei Autos, also das lässt sich ganz gut machen hier. So, jetzt sind wir aus diesem kleinen netten Ort raus. Ja, und dann geht es wieder mal so 5 Kilometer hier Landstraße. Bis Carcaboso. So, da sind wir schon in Carcaboso, also die ersten 10,5 oder 11 Kilometer, wie auch immer ihr wollt. Ja, jetzt schauen wir mal nach einer Bar, ne? Desayuno, Frühstück, und dann schauen wir weiter. Also hier gibt es natürlich auch eine Alberge in Carcaboso, das wäre ja die Tour von gestern gewesen, also nicht 20, sondern 30 Kilometer eigentlich. Aber man kann das hier sehr schön aufteilen, die Herbergsdichte. Und Hostels und so weiter ist wirklich gut. Ja, hier gibt es sogar zwei Herbergen, ne? Alberge del Peregrino und die staatliche Herberge in aller Regel 5-6 Euro. Ja, auf jeden Fall hatte ich gerade noch ein Gespräch. Da oben gibt es dann so eine Lottobude, Dingens, irgendwas. Diese erste Bar, wenn ihr reinkommt, sieht aus wie eine Bar, stehen ein paar Tische, Stühle draußen mit so einer, ja, 80-jährigen Omi. Und die hat mir diesen Plan hier genauestens erklärt, den sie aufgemalt hat. Ganz süß, überall noch No, No, No hingeschrieben, wo man nicht lang gehen soll und so weiter. Also war ganz toll. Ich meine, so einen ähnlichen Plan habe ich ja schon von gestern. Aber das hier ist perfekt gemacht und sie hat mir natürlich jeden einzelnen Kilometer erklärt. Also ich fand es ganz süß. Und war eine nette Pause und wirklich eine ganz liebe Oma hat mir noch Früchte angeboten und all mögliches Zeug. Also ganz toll,
die Geschichte heute Morgen. Und das Wetter ist auch hervorragend, 21 Grad. Ja, irgendwann die Tage bin ich drauf gekommen, dass ich diesen Track auch als GPS-Track habe. Und Omi hatte recht, es gibt nämlich zwei Wege. Einmal hier rechts rum, großer Bogen. Und einmal geradeaus. Und rechts rum hat Omi geschrieben, no, no, no. Also da lang nicht gehen. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn es da so ein bisschen direkteren Weg gibt. Ja, Leute, wenn ihr das noch nicht wusstet, so sieht ein Pilger aus Schaffhausen aus. Ja. Die laufen alle mit Stöcke und gesponsertem Hut. Gesponserten Hut von der Caja Extremadura. Nach 10 Kilometer Olivenbäume ist das ein ja. Anblick. Stille wieder genießen. Der Stockterrorist hat angehalten. Ja, vielleicht noch mal zu den Quadern. Ihr seht hier noch mal wieder grün und gelb, also Via Romana und Jakobsweg. Und manchmal sind diese Schilder an der Seite aufgebracht, sonst eher was an der falschen Seite. Ihr müsst aber immer entsprechend hier den Weg gehen. Durch den Bogen. Das ist immer die Richtungsanzeige, nur für diejenigen, die es noch nicht wussten. Ja, ansonsten landschaftlich sehr schön, fußmäßig sehr schmerzhaft. So, Freunde, gleich 15.21 Uhr, ne? Also das sagt ja alles, 30 Kilometer, 7 Uhr los, 8,5 Stunden, das ist, ja, gut. Aber das wollt ihr nicht wissen, sondern hier gräbt man gerade wieder für euch so ein bisschen was aus, was Monumentales, ne? Römische Geschichte, damit hier noch mehr Besucher hinkommen und noch mehr Touristen, das ist ja klar. So. Und hier ist der Arco Caparra. Ja, Arco, Spanisch, Bogen. Ja, und ja, da, was Caparra heißt, weiß ich nicht. Wird vielleicht sogar irgendwas Römisches sein. Ja, das ist es, ne? Das ist aber auch alles. Also nicht, dass ihr euch da weiß Gott was vorstellt, aber ist ja auch kein Problem. Der Weg führt euch hier locker dran vorbei, Leute. So, und jetzt rufen wir mal unser Taxi an. Also das ist ein Hotel-Taxi praktisch, was uns zum Hostel Asturias bringt. Okay, gehen wir einmal durch diese heiligen Mauern hier. Hola. Hola. So, da hinten der Schaffhausener Stockterrorist vor dem Arco Caparra. Und hier seht ihr schon, ne? Man gibt sich hier größte Mühe. All diese Dinge, ich meine, viele interessieren sich ja wirklich, Spaß beiseite jetzt mal, für diese ganze römische Geschichte. Sklaverei und so weiter. Ja, ich meine, sie haben da schon richtig gut was hingekriegt, ja? Das seht ihr hier schon. Hier wird weiter gegraben, gegraben, gegraben. Ja, Freunde, wie gesagt, mit dem Hotel-Taxi wurden wir da in Caparra abgeholt. So, und dann geht es hier ins Hostal Asturias, nennt sich das Ganze. So, Dirkis Bettchen, ne? Feini, feini. Alles schön in einem supergrün. Okay, dann haben wir hier ein Mini-Badezimmer, aber okay, ist alles da. Und hier eine Badewanne. Da passe ich aber gerade mal mit dem Arsch rein. Sorry. So, und jetzt werden wir mal duschen. Ich meine 18 Euro.
inklusive natürlich Taxi, das kostet nicht extra, Wäsche waschen und trocknen, 3,50 Euro. Ja, und was noch weiter passiert mit Menü und so weiter, erzähle ich euch. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Nochmal ein kurzer Blick hier zurück auf das Hostal Asturias und da auf das Hostaltaxi, was euch hier hinbringt von dem Arco de Capara. Ja, und jetzt gehen wir erstmal hier so ein Stück der Straße lang, nach Alda Nueva del Camino. Das dürften jetzt noch 10 Kilometer sein. Also alles hier sehr schön gelegen. Gut, an der Straße, aber man hört nichts. Und ja, zum Pilgermenü gestern. 10 Euro und der Autor schreibt da, ja, nicht zu empfehlen und krass und 10 Euro. Aber seit Granada das beste Menü, das ich hatte, hochwertig. Man konnte zwischen 10 Vorspeisen und 10 Hauptspeisen mehr oder weniger auswählen. Es gab Forelle, es gab tolle Sachen und da sage ich lieber 2 Euro mehr, weil nach so ja, 3 Wochen, 4 Wochen ist man diesen ganzen Kram wirklich leid und die Qualität ist natürlich meistens, ja, ich sag mal, nicht unterste Stufe, aber nicht gut und es ist wenig. So, und wie gesagt, ansonsten ist das hier schön gelegen. Also ich kann diesen Abstecher sehr empfehlen. Ja, heute ist Sonntag und das hier ist die Carretera Nacional, die N630. Aber da vorne ist die Autobahn. Und da könnt ihr immer von ausgehen, wenn es eine Autobahn gibt, dann ist meistens auf der Carretera, die oft daneben verläuft, alte Straße, nichts los. Und sonntags sowieso nicht. Keine LKWs, kein nichts. So, da hinten ist das Hostal. Und da habe ich ganz gut geschätzt, Alda Nueva del Camino, 11 Kilometer, 11 Kilometer. Und es geht irgendwann gleich auch, wie gesagt, wir müssen nicht die 11 gehen, sondern es geht irgendwann auch wieder auf den Weg links rein. Schauen wir uns dann an. Ja, Leute, also wirklich total entspannt hier die Geschichte. Die Landschaft ist schön. Ihr habt wie so, ja, damals in Zeiten der Ölkrise, ne? Autofreier Tag, die ganze Straße für euch, wunderbar. Vielleicht noch zu gestern, es gab auch einen Abzweig, Olivia de Plasencia, da gab es eine Herberge, soll sehr schön sein, diese Herberge, kostet aber auch 18 Euro. Und ja, wir waren gestern 10 Pilger und alle, wie gesagt, nochmal waren begeistert vom Essen. Also ich kann diese Geschichte hier nochmal empfehlen. Macht es, Hostal Asturias, in dem Vorort Galisteo, in der Bar, liegen da entsprechende Folder aus, wie ihr gehen müsst, wo ihr anrufen müsst und so weiter. Tolle Geschichte. So, ihr hört schon, der Stockterrorist ist wieder im Anmarsch. Ja, 2 Stunden 40 für eine Strecke, die ich normalerweise unter 2 Stunden laufe, 11 Kilometer. Also da halte ich noch nicht mal an. Ja, so ist das. So macht man auch mal die Erfahrung, wie das ist eben halt, wenn man nicht so schnell kann, wenn man nicht so viel laufen kann und so weiter. Ist ja auch mal ganz gut, kann man sich dann auch besser in die Lage der anderen versetzen. Ja, jetzt schaue ich mal, ne? Das Übliche, mein Barbesuch, Café con Leche. Wo ich das Bankschildchen lese, liebe Neupilger, müsst ihr auch mal ein bisschen dran denken, euch informieren anhand der Wanderführer, denn nur noch morgen gibt es eine Caja und dann in den nächsten Orten bis Salamanca nichts. So, aus Alda Nueva del Camino sind wir jetzt raus und
Es gibt noch andere Bars nach dem Ortsausgang, beziehungsweise ein Hostel oder hier so eine Tankstelle mit Cafeteria. Wenn ihr so wie ich die ersten Bars nicht nimmt, dann kommt nämlich nichts mehr. Keine Panik. Schauen wir mal, wie der Weg so wird. Ja, jetzt ging es schon für 2 Kilometer hier so an der Landstraße. Während das heute Morgen ja noch so ein bisschen freiwillig war, ist das jetzt hier natürlich wieder Asphaltquälerei. Aber die Aussicht und das Wetter sind wunderbar. Also, wenn das mit meinen Füßen nicht wäre, euch macht das bestimmt Spaß hier. Ja, für die Freunde der Clubbesuche, ich weiß nicht, der wievielte das jetzt hier ist, auf dem Weg, Bar Americano, Club Hi, ne, Leute, nichts für einen Pilger, aber ja, gut, weil wer genug Reserven hat, kann ja mal ran. So, gut eine Stunde nach Alda Nueva kommt ihr hier vorbei, Campingplatz. Ja, könnt ihr Camping machen und Bungalows mieten, wenn ihr das gerne möchtet. Aber interessant ist sicherlich auch, dass da eine Cafeteria ist. Könnt ihr noch mal eine schöne kühle Cola zischen. Ja, des Asphaltlaufens müde, werden wir gleich da mal rechts die Piste betreten. Ja, jetzt schauen wir noch mal hier auf die schöne Landschaft. Wunderschön. Da hinten hat man die Autobahn natürlich wieder gezogen, aber trotzdem. Ja, ich habe es euch gesagt, Leute, die haben einfach zu viel von dem Zeug. Ja, das ist so, das muss weg, das muss irgendwo hin platziert werden. So, ich denke mal ein paar Minuten sind wir da. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Fast 14 Uhr. Das heißt also nach Adam Riese und Eva Klein 6 Stunden für mickrige 21 Kilometer. Juhu, buen camino. Ja, auf den Glockenschlag 14 Uhr, jetzt sind wir wirklich da. Ja, und hier am Anfang immer gleich alle Werbeschilder, ne? Lunch, Dinner, Desayunos, Atención al Peregrino. Na, immer schön aufpassen, da gibt es was fast umsonst. Ja, und hier soll es zur Herberge gehen. Schauen wir mal, ob ich in die Herberge gehe oder was anderes mache. Im Moment weiß ich das noch nicht. Ja, wie immer, wenn der Pilger so einläuft, ne, 14 Uhr, Geisterstadt. Alle haben sich in ihre Löcher verkrochen oder sitzen gerade beim Menü del Mediodía, also beim Mittagessen. So, hier die Alberge Turistico. So, und jetzt kommt der Hit, also scheint noch überhaupt kein Pilger hier zu sein, warum auch immer, 14 Uhr. So, und normalerweise ist 10 bis 14 Uhr und 16 bis 19 Uhr. So, jetzt steht aber hier unten drunter, Leute. De martes a domingo, ne, inklusive Feiertage, also von Dienstag bis Sonntag, aber cerrado domingo por la tarde y lunes, also Sonntag nach Mittag. Und Montag ist hier zu. Dann schauen wir mal nach dem Hotel. Ja, sehr geschmackvoll, dieses kleine Hotel Rural hier an der Plaza. Da gehen wir mal direkt drauf zu. Hallo Dirki. So, el número dos. Nummer 2 von Dirki. So. Und das finde ich schon ziemlich wahnsinnig hier auf der Via de la Plata. So die Herberge, die von außen schon nicht sehr schön aussah. Das muss man wirklich sagen. 12 Euro. So, hier, der wollte erst 20 haben. Da habe ich gesagt, okay, ein bisschen teuer. Dann hat gesagt, okay, ohne Frühstück können wir uns einigen auf 25 Euro haben, auf 20. Ja, gerade verabschiedet sich da mein Rucksack. Und ja, das ist doch wirklich eine schicke Geschichte hier. 8 Euro mehr. Euer eigenes Reich. Euer eigenes Badezimmer. Also, da solltet ihr mal überlegen, ob ihr zu Hause nicht mal noch ein Hallo Dirki. Hallo Dirki. Einen Monat mehr spart, bevor ihr auf den Camino geht. Und diese 8 Euro investiert, also eine pilgergerechte Dusche, ne, ohne großen Einstieg. Tageslicht. Ja, Leute.
Das ist die Luxuspilgerei pur. Aber nochmal, da muss man sich echt immer die Unterschiede überlegen. Und hier seid ihr auch mittendrin. Die Herberge liegt schon wieder ein bisschen außerhalb oder ein bisschen abgelegen. Ich mache das nochmal von hier aus, weil es ist wirklich ein super, super schönes Zimmer. Würde ich mir nicht entgehen lassen. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. So, jetzt machen wir Siesta. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Es ist jetzt 7.50 Uhr, sehr kalt. Wir sind ja hier so auf 750 Meter. Ich denke mal, wir kommen heute noch, meine ich, auf 900. Wenn die Sonne rauskommt, klar, alles kein Problem. Aber nachts auch im Zimmer, drei Wolldecken und so weiter, sehr, sehr kalt. Okay, jetzt gehen wir heute eine ganz schmale Tour, sage ich gleich was zu. Ja, noch zu Banos de Montemayor. Das ist ein Kurort. Hier gibt es eine große Therme. Also wer kuren möchte, kann das gerne tun. Und deswegen gibt es hier auch Hotels und Casa Rurales und sonst irgendwas en masse. Ich habe auch am Eingang der Stadt ein Herbergsschild gesehen für ja, so eine Art private Herberge. Aber leider bin ich nicht dran vorbeigekommen. Okay, und das Hotel hier war wirklich klasse. Ja, nochmal ein schöner Blick zurück. Ich habe mir gerade noch Regenjacke und so weiter, Halstuch, Käppi, alles aufgesetzt. Gefühlte 0 Grad, würde ich sagen. Heute, Ende Mai. Und hier nochmal, wie gesagt, sehr schöner Blick zurück. Und jetzt gehen wir nach Calzada de Bejar. Das sind nur 12,3 Kilometer. Ich glaube, die kürzeste Tour, die ich je gemacht habe. Warum, erkläre ich vielleicht noch im Weg. Ja, ich muss sagen, die ersten 10 Minuten Weg, also nicht Natur, nicht Städtchen, nicht Dörfchen und so weiter, sondern wirklich Weg, die mir Spaß gemacht haben auf der Via de la Plata. Warum? Ihr seht das hier. Es ging mal nach oben. Alles andere, was nach oben ging, war unmerklich. Also es ist alles platt. Man hat immer dieselbe Fußstellung. Endlich mal eine leichte Bergetappe, wobei das ist 200 Höhenmeter, das ist auch lächerlich, das ist bald schon wieder erledigt. Muss man wissen, wer den Via de la Plata geht, kriegt Plattfüße. Ja, nach knapp 30 Minuten haben wir jetzt hier diese alte restaurierte Römerstraße zu Ende gebracht und dann geht es gleich wieder links rüber, aber ich muss noch mal erwähnen, ein sehr schönes Stück. So, ja, ihr lest das hier, Calzada de Bejar. Heute habe ich ein bisschen mehr Zeit, kann man das Ganze locker nehmen, 9,3 Kilometer, also 3 Kilometer war dann dieser Weg hier rauf. Und dann kommen wir ja heute nach Castilla y León, wieder ein anderer Bundesstaat. Erst waren wir ja Andalusien, Andalucía, Extremadura, y ahora Castilla y León. Ja, da freut sich der Mitteleuropäer, ne? Auch mal hier wieder so ein kleines Stückchen, so irgendwas wie Wald. Ja, auch interessant, was man so unter einer Autobahnbrücke dann in Spanien so für Kunst platziert. Via de la Plata. Ja, könnt ihr euch das angucken, da zumindest ab Merida, Caceres und so weiter. Jo, dann gibt es hier noch so ein paar Dinger. Ansonsten ist das hohe Gras. Ja, soll das so eine Art Rastplatz für Pilger darstellen? Genau unter den beiden Autobahnen. Ich weiß es nicht, aber wir danken dem Künstler trotzdem. Also ich finde es schon manchmal echt lustig, auch was für Ideen die Leute kommen. Naja gut, hier ist es wenigstens beschattet. Ne? Der Schatten der Autobahn, der macht so eine Pause natürlich richtig entspannt. Ja, so ein Stückchen nach der Autobahn hat man dann hier noch so einen Rastplatz hingesetzt. Hier. Mit Bäumchen und so weiter. Fuente del Peregrino. Also der Peregrino-Brunnen. Da vorne könnt ihr euch Wasser zapfen. Ne? Und ihr sollt die Bäume respektieren. Respeten los árboles. Und dann steht hier Prohibido meter cañado. Zona para descanso de peregrinos. Also ein Ausruheplatz. Will ich das mal so direkt übersetzen, für Peregrinos.
Ja, dann ruht euch mal hier aus. Ich habe hier gerade mal 4 Kilometer oder so. Und gehe mal da hinten weiter. Calzada Romana, Via de la Plata. Ja, Rastplatz, Schild, 7 Kilometer. Huh, da habe ich ja doch schon 5 in einer Stunde. Ja, das ist eben halt, wenn der Weg Spaß macht, ne? Und auch diese Steine ein bisschen Abwechslung bieten und nicht alles platt auf die Achillesferse geht. Ja, und hier das Ganze sehr schön gemacht ist, ne? Wie so ein Wald. Also, schöner Weg heute Morgen. Ja, jetzt werden vielleicht einige Videobetrachter sagen, ist der bekloppt? Warum sagt er jetzt schon wieder schöner Weg? Ja, ihr habt das Video vorher gesehen, ne? Granada bis vielleicht den mozarabischen Weg auch, Via de la Plata. Das erste Mal, dass es hier sowas gibt, wirklich über einen längeren Zeitraum. Sowas wie eine Allee, einen kleinen Wald. Also das ist wirklich toll. Ja, auch das hier ist schön, dass man mal, wenn man ein paar Höhenmeter gemacht hat, auch mal wieder runterlaufen kann. Runter. Ja, Fußstellung so. Nicht immer nur platt. Ja, guten Morgen, mein Freund. Guten Morgen. Na? Bisschen Gras. Frisches Gras. Gras. Ja, ist das gut. Na, schmeckt dir doch wohl nicht so, ne? Ja, jetzt muss ich bücken. Ist ja die Hälfte verloren, ne? Ne? Was? Ich soll ja anderes suchen. Ja, heute Morgen ein bisschen Zeit, ja. Sicher. Kann ich ja machen, ne? Ja, warum nur 12,3 heute? Ja, weil die Etappenplanung bis Salamanca in den nächsten Tagen sonst für mich zu große Etappen hätte. Morgen bin ich dann 21, übermorgen 28 und dann noch 24. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis, was dann keins mehr ist. Ab Salamanca geht's nach Hause. Ja, so am 1.5. in der Nacht, also am 2.5. im Prinzip, bin ich los. Das sind jetzt dann bis zum 30. Dann fliege ich 28 Tage. Ich will nach Hause und das ist auch nicht meine Art des Pilgerns hier. 20 Kilometer durchquälen mit kaputten Füßen. Nee, da habe ich, beziehungsweise Beinen, das zieht schon in die Wade rauf. Die Wadenmuskulatur ist verhärtet. Nö, da habe ich keine Lust zu. Deswegen unterbreche ich in Salamanca, das macht am meisten Sinn. Ja, das soll jetzt hier vermutlich so eine Hinweistafel sein. Auf ein Millenario, also hier steht Millario en la Mia 136, also Meile 136, vermute ich mal. Diese Meilensteine der römischen Legionen. Ja. Glaube ich 1,5 Kilometer, eine römische Meile, knapp. Und der Weg ist immer noch schön. Ja, juhu! Hier kurz vor Calzada de Bejar können wir noch ein bisschen arbeiten. Ne? Geht's mal schön wieder rauf.
Ja, guten Morgen. Und du kommst alleine zurecht, ne? Und der da oben darf nicht raus. Okay. Ich gehe hier lang. Adios. Ja, irgendwie scheint es hier so am Weg das beste Gras zu geben. Ne? Meine Freunde. Das schmeckt euch, ne? Ja, mir schmeckt es nämlich auch gleich. Weil ich hatte nämlich noch kein Frühstück. Okay, und jetzt nicht hier hinkacken, Junge. So, da sind wir nun in Calzada de Berar. Ja, nach 3,5 Stunden. Und ja, hier wird alles schon zu plakatiert wie auf dem Camino Frances. Man wird schon angequatscht, wenn man in die Stadt reinkommt. Aber ich gehe jetzt erstmal zur Bar und schau mal dann so in Ruhe, was ich mir denn heute für eine Unterkunft genehmige. Also das stimmt ja auch nicht. Die Rest neu, die neue Alben mit 28 Betten sind 4 Zimmern. Ja, das Jungvolk bei den ersten Flugversuchen, die sitzt hier schon die ganze Zeit an der Bar, beobachtet das so ein bisschen. Das ist schon interessant. Ne? Der eine ist schon so weit und dreht schon eine Runde. Der andere, ja, macht nur so Flugübungen, trockene Übungen. Also ist wirklich lustig. So, liebe Freunde des Luxuspilgerns, ihr seht schon, ne? Also ich kann das mit der Kamera gar nicht einfangen. Ich zeige euch gleich mal das ganze Haus, was der Alfred und ich heute alleine haben. Wunderschön. Also wirklich wunderschön. Das Ganze ist die Casa Rural Calzada Romana. Findet ihr rechte Hand, aber ihr müsst anrufen. Dann holt euch die gute Frau auch wie uns direkt von der Bar ab. In der Bar hängt ein Zettel. So, und dann machen wir das Hallo Dirki im Badezimmer noch kurz. Hallo Dirki, also auch hier, ne? Alles super geschmackvoll. Und die Highlights von der ganzen Geschichte sage ich euch später noch. Hier, Dusche, nämlich das ganze Haus und den Service, den diese gute Frau hier noch dazu bietet. Ja, Leute, hier liegt diese wunderbare Casa Rural, dieses wunderbare Haus. Gehen wir gerade die Dorfstraße zurück. Auch hier alles sehr alt, aber wunderschön. So, ja, hier gibt es alles mobil, ne? Früchte, Brot und so weiter. Ich glaube, ich nehme auch mal 2 Bananen. So, Freunde, machen wir noch eine kleine Hausbesichtigung. Ne? Dirkis Beine hier, wunderbar. Also ihr seht hier, die Zimmer sind alle wunderbar eingerichtet. Also das ist schon was richtig, richtig Gutes hier. Ne? Ihr habt dann 3 Bettzimmer, aber auch das würde wahrscheinlich als Einzelzimmer durchgehen, so ähnlich wie unsere. Okay, dann gehen wir mal in die Etage unten. Ja, ich denke, diese Casa Rural hier ist es wert, hier Waschmaschine, ne? Dass man sich mal ein wenig mehr Zeit nimmt. Also das ist richtig, richtig gut und sie hat uns heute Morgen auch noch die Heizung angemacht. Und nicht nur die Heizung, ihr seht das hier, das ist kein TV-Programm, das ist wirklich Holz, das ist ein Kamin. Okay, schauen wir mal in den Wohnraum rein. Ja, ihr seht auch hier, ne? Also wirklich alles wunderhübsch gemacht. Auch hier hat sie uns den Kamin angemacht, neben der Heizung, der Zentralheizung, die sie angemacht hat. TV, ja, wirklich super bequeme Couchen. Und hier draußen könnt ihr eure Wäsche aufhängen, auch das hier, ne? Natürlich am sonnigen Platz
Und hier haben wir dann rückwärtig die Küche. Auch hier gibt es nochmal eine Waschmaschine. Vermute mal, ist das der andere, der Trockner. Und hier hat sie uns auch schon alles bereitgestellt, ne, fürs Frühstück morgen früh. So, Saft, Milch und so weiter, diese ganzen Geschichten, Cola, Gau, also wer Kakao machen will, da steht, ist ein Herd. So, und hier im Kühlschrank hat sie uns schon einiges bereitgestellt heute. Auch hier Milch, Vino und Butter, Toast und so weiter, diese ganze Geschichte, Marmelade, Joghurt. Ja, Früchte hat sie uns hier hingestellt, Tee, Obst. Es gab natürlich auch noch den Obstwagen, habt ihr ja gerade gesehen hier, ne? Kekse, Croissants und so weiter. Alles zur freien Nutzung. Heute Abend kommt das gute Mädel, bringt das Abendessen. So, und diese ganzen Dinge hier, Frühstück und so weiter, Abendessen, 10 Euro. Ja, Leute, ne? Besser kann man es doch nicht haben. Um 8 Uhr bringt ihr das Essen vorbei. Salat, Suppe und so weiter und so fort schauen wir uns dann vielleicht noch an. Also ich glaube, einer der Unterkünfte, die ihr auf jeden Fall wahrnehmen solltet, Casa Rural Calzada La Romana. Ja, nochmal ein kleiner Tipp vielleicht zum Wäschewaschen. Man kommt manchmal nicht auf die einfachsten Dinge, aber ich mache das immer so. Wenn ich nur so wenig Wäsche habe oder auch von mir so ein bisschen mehr, dann nehme ich das direkt mit in die Dusche. Gerade solche kleinen Badewannen oder Duschtassen, die eignen sich wunderbar, verstopft so ein bisschen die Duschtasse mit der Wäsche. Und alles, was da so runterläuft an Seife etc. pipi, das geht eh schon mal mit in die Wäsche rein. Und dann habt ihr schon den ganzen groben Schmutz, der ist aus der Wäsche raus. Und wenn ihr dann noch wollt, könnt ihr das nochmal mit einem Waschpulver nachwaschen, wenn ihr der Meinung seid, das müsste sein. So, und beim Wäschewaschen, am besten immer, wenn ihr es denn tatsächlich hier in so einem Waschbecken oder sowas macht, 90% des Schmutzes sind in den Socken. Also am besten natürlich nicht T-Shirt und Socken zusammenwaschen, sondern nacheinander. Ja, jetzt schaue ich mal, gehe nochmal in den Ort, in dieser einen Bar was trinken. Es gibt hier übrigens kein Restaurant hier in Calzada de Bejar. Deswegen hat die gute Frau ja hier auch angeboten, was zu machen in der Richtung, ne? Essen und so weiter. Guten Morgen, liebe Freunde. 7:45 Uhr. Jetzt verlassen wir diese wunderbare Casa Rural und gehen nach Fuente Roble de la Salvatierra. 21,2, das werde ich wohl noch hinkriegen. Morgen sind es dann 29. Ehrlich gesagt mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen. Ja, und was sagen wir da alle zusammen? Richtig, buen camino. Im Gegensatz zur morgigen Tour, wo wir die 29 ohne Einkehr haben, haben wir heute noch hier in Valverde de la Valdecasa 8,5. Wanderführer steht 9,2. Haben wir noch die Möglichkeit, einen kleinen Barbesuch und Kaffee con Leche. Ne? Ja, auch eine gute Idee. Ne? Der Strommastenwanderweg, wenn wir dann demnächst die Energiewende geschafft haben und die Masten von Nord nach Süd in Deutschland stehen, können wir da darunter ja auch einen Wanderweg machen. Ja, wir bewegen uns aktuell so auf 800 Höhenmeter und so auf, ja, 950 kommen wir heute noch. Ja, das ist kaum merklich, weil das Land ist immer noch, ja, platt, ne? Und die Wege sind gerade. Und die Höhenmeter sind dann in aller Regel entweder auf sehr kurzer Distanz oder sie ziehen sich ziemlich in die Länge. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Aber hier gerade so, ihr seht das hier an diesem Rundumblick, ne? Es ist schon sehr schön hier oben in den Bergen. Heute Morgen haben wir eine ganze Menge von diesen Meilensteinen hier. Ja, und hier müssen wir ein bisschen klettern.
Ah, da kriegen wir schon hin. Oder? Ja. Ja, was hier immer so kindermäßig, so kindergartenmäßig einfach aussieht. Ne? Das ist mit Rucksack, ne? Wo ihr dann hinten noch das Gepäck drauf habt. Und insbesondere hier auf so einem schrägen Stein. Gar nicht so einfach, Leute. Ne? Aber ich bin ja gleich da. Halbzeit, mehr oder weniger. Ne? 9 von 21. Valverde. So, und hier seht ihr es auch, wie immer schon. Ne? Hier gibt es auch eine Alberge. So, 10 Meter weiter habt ihr hier auch wieder ein Schildchen. Casa Rural. Hier steht leider keine Telefonnummer dran, aber die Übernachtungssituation hier auf dem Via della Plata, das ist das, was ich euch damit sagen möchte, ist eigentlich sehr gut. Ja, so ein Ding habe ich ja auf dem ganzen Weg von Granada noch nicht gesehen. Eine Kachel, Leute. Eine Jakobsmuschel-Kachel. Hoi. Da war wohl jemand in Santiago einkaufen und hat die ganze ausgemacht. Okay, wo ist die Bar? Ja, aus dem Ort raus müssen wir jetzt erstmal wieder 5 Kilometer Straße. Da nutzt man mal wieder jeden Grünstreifen hier. Ja, Leute, hier gibt's was Neues, ne? Die ersten Weinreben seit Granada. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, exakt eine halbe Stunde unterwegs. Also wirklich fast wieder bei 6 km/h. Ach ja, wenn das nur weiter so wäre, könnte man die Tour glatt fortsetzen. Aber das würden meine Frauen mir sehr übel nehmen. Weil ich ja nur schon angekündigt habe, Fatih, kommt nach Hause. Ne? Ja, dann mal weiter, Dirkie. Auf nach Hause, auf dem Nachhauseweg. Ja, eigentlich wollte ich keinen Barstopp einlegen. Ne? Gerade mal 35 Minuten. Aber jetzt sehe ich hier draußen das Eisschildchen. Ja, Freunde, und vergesst nicht, ne? Euch regelmäßig mal zu belohnen. Sei es nun mit einer schönen Casa Rural oder so einem Eis. Nicht immer nur Business as usual, Herberge und diese Dinge halt. Macht auch Freude. Ne? Der Weg soll ja Spaß machen. So. Bon Appetit, Dirkie. So, Freunde. Das sag ich schon wieder so, Freunde. Ich sag immer so, Freunde, glaube ich. Aber egal. So ist das halt bei den kurzen Sequenzen. Hier die ersten schwarzen Schweine. Ne? Pata Negra. Ihr wisst ja. Ramon Iberico, Pata Negra. Soll angeblich besser sein. Ist alles eine Frage eurer Geschmacksnerven, denke ich. Also es soll schon vor ein paar Tagen oder gestern, vorgestern welche gegeben haben, habe ich aber nicht gesehen. Aber die hier sehe ich jetzt natürlich. Ja, und da hinten ist dann noch so ein Monster-Exemplar. Ne? Hallöchen. Ja, da sage ich allen Fleischessern Bon Appetit. Ja, da freut man sich mal über ein paar Berge und schon fangen die an, diese Dinger hier abzubauen. Ne? Mö, das ist nicht so schön. Naja, wenn es bei einem Berg bleibt, nicht, dass sie noch anfangen, alle abzubauen, dann haben wir nur noch plattes Land hier, Via della Plata. Ja, da hinten ist der Stockterrorist wieder im Anmarsch. Nicht böse verstehen, Leute, aber es gibt Gummiaufsätze für diese Teile. Wenn sie euch helfen. Aber dieses Klicker-Klacker hinter einem, vor einem, deswegen entweder versuche ich ihn abzuhängen oder ich lasse ihn vorlaufen, weil das geht einem wirklich mächtig auf die Nerven hier. Hört ihr? Kuckuck. Ja, da gibt es hier jede Menge von. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Nervi, nervi, nervi. Sehr schön. Frösche haben wir auch. Okay. So, Fuente Roble ist in Sicht. Hier gab es übrigens eben zwei Wege. Einmal mit einem Pfeil geradeaus und hinten war noch so ein alter Pfeil. Lauft er nur so rum über Asphalt.
Hier, das ist der bessere Weg geradeaus vor Fuenterrobles. Schön, schön, schön. Ja, ich habe gar nichts über das Abendessen gestern Abend mehr gesagt, beziehungsweise gefilmt, ne? Weil die gute Frau kam dann mit Suppe, Salat, Tortilla Española, also mit, ne, Kartoffeln und so weiter drin, mit Brot, mit panierten Hühnchenbrust. Also exquisites Essen, Leute. Auch heute Morgen das Frühstück haben wir genossen. Und ja, sie hat es nicht nur einfach gebracht und hingestellt. Nein, nein, das wurde noch aufgewärmt. Sie hat dann in der Zeit ein bisschen Fernsehen geguckt. Ja, hat die Suppe dann abgeräumt. Also es war vom Prinzip her wie im Restaurant. Alles ganz toll. Nochmal. Casa Rural Calzada Romana. Meines Erachtens unbedingt mitnehmen. Ja, da sehen wir es nochmal, ne? Weil die Casa Calzada de Bajar, jetzt sind wir in Fuenterrobles gleich. Und dann rüber Salamanca. Dirki darf nach Hause. Juhu, ich freue mich. Und das ist vollkommener Ernst. Ja, und dann geht es noch rauf, ne, bis Astorga und so weiter. Für mich eine ganz gute Planung, weil ich hätte bis 12.06., das war die Deadline-Zeit gehabt. Nach Santiago hätte ich es bei den schmalen Etappen nicht mehr geschafft. So, und dann für 200, 300 Kilometer so einen Weg nochmal neu anzufangen. Ja, das macht auch wenig Sinn. So, ab Salamanca habe ich dann noch so knapp 500 und das macht schon ganz viel Sinn, das irgendwann fortzusetzen. So, hier im Ort soll es jetzt so eine Kultherberge geben, wo ich hin muss, schreibt der Autor. Und wenn ich etwas muss, dann habe ich schon immer Bauchschmerzen. Ich entscheide das gleich mal spontan, wie immer, was ich mache. Erstmal natürlich immer der erste Weg ist immer zur Bar. Und dann entscheide ich, was ich tue. Ja, Freunde, da ist sie nun, die Alberge von Don Bla. Dann schauen wir mal rein, ne? Ja, Freunde, dann schauen wir uns erstmal die Herberge von Don Bla von außen an. So, da haben wir einen Kollegen noch. Schauen wir mal hier. For YouTube. Huh? YouTube. Really? Wow. So, dann schauen wir mal, wo ich die Wäsche aufhängen kann, die ich ja schon gewaschen habe. Duschen war so ein bisschen Problem, weil hier wieder Solaranlage, ne? Hab mich natürlich beeilt, dass ich als Erster drankomme. Da ist der Mensch Egoist, klar. So, und hier hängen wir dann mal die Wäsche auf, ne? So, ja, hier haben wir noch Leute, die im Tipi schlafen wollen. Daneben liegt noch ein Hund, sehe ich gerade. Vielleicht auch der Don Bla, ich weiß es nicht. Mit NATO-Tarnzelt drüber, ne? Aber man sieht da hinten natürlich auch Wanderschuhe. So, aber ich wollte Wäsche aufhängen, ne? Ja, dann schauen wir uns hier mal im Schlafgemach um, ne? Der Pilger. Da hinten in der Ecke ist noch ein Holzofen, habe ich gesehen. Und hier hat er natürlich auch sehr schöne Bildchen aufgehangen. Ja, Fuenterrobles, Jesusbildchen. Ja, hier mal so ein paar Musikanten. Und so weiter. Seoul, Korea, von Caceres, da waren wir ja schon. Ne? Hier noch ein paar Heiligenfigürchen. Da Dirkis Bettchen. Direkt mal wieder zwei in Beschlag genommen, aber so. Hier liegt dann der US-Boy. Da drüben das holländische Mädel fortgeschrittenen Alters. Ja, und hier Adolfo, ne? Unser Stockterrorist. Ja, schauen wir mal hier Bad. Wie gesagt, Dusche, Warmwasser, ne, ist Solar. Könnte auch passieren, dass ihr kalt duschen müsst. Toilette, Toilette, Pissoir. Und noch eine Dusche, Toilette. Wäsche waschen. Ey, kein Spiegel? Doch, hier, Waschbecken, Waschbecken. Hola, Dirki. Wie geht's? Ja, guten Morgen, Freunde. Es ist 6.51 Uhr, es hat gerade mal ein bisschen aufgehört zu regnen. Und dann ziehen wir jetzt mal los. Ne? Zu der Herberge habe ich so ein bisschen eine differenzierte Meinung hier. Ja,
guckt es euch an, macht euch euer eigenes Bild. Ich möchte da jetzt keinen von abhalten. Es gab ein paar Dinge, die mir persönlich nicht gefallen haben und nicht gepasst haben. Aber nochmal, schaut es euch selber an. Ich habe euch die Bilder gezeigt, wie die Herberge aussieht. Und alles andere ist Eigenerfahrung. Da vorne geht's dann los. Vielleicht sage ich doch noch was zu der Herberge. Mal noch einen kleinen Schwenk zurück. Ja, es war so regimentsmäßig, ne? Ausweis her, Kredenzial her, Eintragung, dann 7:30 Uhr Messe, 8:30 Uhr gemeinsames Essen. So, dann war dann so ein US-Amerikaner, der hat dann beim Essen die Teller weitergegeben an die Mädels. Das passte dem dann nicht, dann wollte dem Don Pedro, dann wollte der Amerikaner noch ein Messer haben irgendwie, anstatt nur eine Gabel für die Nudeln. Oh, dann gab es schon so un cuchillo para el tontillo, also ein Messer für den Doofen. Und also, das war so, man fühlte sich so zurückversetzt in die Kindergartenzeit. Und jeder fasst sich jetzt ans Händchen und jeder macht genau das, was ich sage. Und das ist natürlich für erwachsene Menschen und gerade so wie für mich. Ich fand es nicht toll. Also die Atmosphäre war auf Deutsch gesagt richtig. Im Prinzip scheiße. Unter den Pilgern war sie gut, das gemeinsame Essen war okay. Aber so die Behandlung, so nach dem Motto, wir nehmen euch hier auf und Zuckerbrot und Peitsche oder wie auch immer. Also ich fand's richtig, richtig schlecht. Nochmal zu dieser Herberge. Man hatte also wirklich immer so die latente Angst, irgendetwas falsch zu machen. Er hat ja dann noch dem US-Amerikaner das Messer gegeben und dann hier, damit du nicht weinst. Alles natürlich auf Spanisch. Ich war der Einzige, der es verstehen konnte. Und waren sonst auch keine Spanier da. Dann musste der Priester erst das Essen segnen. Und ja, irgendeiner hatte schon wohl angefangen, zumindest einen Schluck Wein zu trinken. Da war schon der nächste Eklat wieder da. Also von Herzlichkeit ist diese Herberge so weit entfernt wie Himmel und Hölle. Ja, also bis auf die paar Meter Straße heute Morgen, ungefähr jetzt eine knappe Stunde unterwegs. Alles sehr schöner Weg, sehr schön weich, wunderbar für die Füße. Ja, und im Gegensatz zu meinem sonstigen Glück laufe ich da hinten dem wolkenfreien Stück entgegen. Ja, hier nochmal der Blick zurück. Und wenn ihr hier oben angekommen seid, an den Bäumen, findet ihr hier sowas wie so einen kleinen Rastplatz. Jetzt haben wir hier wohl einen kleinen Stau. Ja, ihr seht das, ne? Ich stehe hier immer noch unter genauester Beobachtung, was ich denn tue. Man hat mir zwar den Weg freigemacht, aber ja, gerade mal wieder ein Stück verlaufen, ne? Durch so ein Tor durch, war ein rotes X. Aber sonst nichts, kein gelber Pfeil nach rechts oder sonst was. Aber ihr seht das, ich bewege mich jetzt hier wieder auf diese blaue Linie zu. Nochmal, für sowas sind die GPS-Tracks wirklich super geeignet, um einfach wieder auch auf den Weg zu kommen. So, da unten geht jetzt eine Pilgerkarawane. Wahrscheinlich sind die ganz richtig und ich muss jetzt mal gucken, dass ich da wieder rechts auf den Weg komme. Ja, das war nur so ein kleines eingezäuntes Gebiet. Die Pilger sind jetzt hinter mir. Und da hinten sehe ich schon wieder einen gelben Pfeil. Also nochmal GPS-Tracks runterladen. Irgendeine App aufs Handy. Die scannen. Und schon habt ihr da keine Probleme mehr. Ja, da scheine ich doch ein deutliches Extra-Ründchen gedreht zu haben. Denn habe gerade alle wieder die überholt, die deutlich hinter mir waren.
Ja, Leute, da oben Cruz de Santiago. Ja, noch keine 14 Uhr, gerade mal 12 hier und der Schinken macht hier schon Siesta. Ja, ja gut, sollen sich auch ausruhen. Ne? Da nicht so rumlaufen hier, dann wird der Schinken schneller fertig. Okay, puh, was für ein Gestank. Ja, ich muss mal wieder was nachkommentieren, weil der starke Wind ja keine Audioaufnahme zuließ. Ja, San Pedro de Rosados ist erreicht und jetzt schauen wir mal, wie immer, machen wir Alberge, machen wir was anderes, so das Übliche. Schauen wir uns mal meine Unterkunft an, von der ich aktuell noch nicht mal weiß, wie das Ding hier heißt. Die erste Bar rechts rein, irgendwas mit Alberge Turistico oder irgend sowas. Ja, da ist Türkis schönes Bettchen, ne? Ein sehr schön gestalteter Raum. So, TV, müssen wir auch gleich noch ans Laufen bringen. So, 20 Euro hat er mir gesagt. Individual con baño, also Einzelzimmer mit Bad. Und als der Alfred dann noch kam, dieser Stockterrorist, den ihr kennt vom Video schon, wollte man uns dann hier so zu zweit in ein so ein Ding reinpacken. Und mein Handtuch lag auch hier, ne? Hier diese kleine Kemenate. Aber ich habe dann direkt das große Bett genommen, als die gute Frau dabei war. Und dann war sie auch zufrieden. So, hier Dusche, Bad und so weiter. Hallo Dirki, das Übliche. So, also ich denke, es ist in Ordnung. Für ein 20 ist das schon richtig schick hier. Ja, Leute, aua, aua, aua. Ne? Ihr seht das hier, das ist ein normaler Fuß mit Adern und so weiter. Der rechte ist wieder elefantenmäßig dick, aber das wollte ich gar nicht. Für die Leute, die mich seit dem Mozarabischen begleiten, ja, stellt sich wahrscheinlich so ein bisschen auch die Frage, was ist aus den Blasen geworden? So, ihr seht also hier, okay, diese Geschichte, wo ich gesagt habe, ich lasse die Haut da drüber, klebe das ab, alles gut, ist nichts mehr nachgekommen hier. Die mittlere, die hier unten drunter war, auch abgeklebt, mit dem Blasenpflaster zugeklebt, jeden Tag, nichts mehr passiert, alles gut. Hier hinten an der Ferse, an der linken Seite hatte ich keine Blase, ist auch nie eine entstanden, weil eben halt immer schön vorher abgeklebt, alles gut. So, und hier rechts die Blase, da ist auch noch ein Blasenpflaster drauf, aber auch hier seht, nichts mehr passiert. Und hier oben diese kleine Geschichte, die auf den Gottesschuh kam, auch alles top. Also ihr seht, das ist die richtige Methode, die ich mache. Okay. So, ja, hier haben wir geschlafen, Centro de Turismo Rural, 20 Euro. Wie gesagt, für dieses Zimmer, ich fand es sehr angenehm, es war sehr ruhig. Wir haben jetzt kurz vor 7, letzte Tour, jetzt geht's nach Salamanca. Ja, da sind so gefühlt 200 Augen auf einen gerichtet. Das muss ja unheimlich spannend sein. Mensch, nur guckt mich doch nicht alle an. Ich bin doch nur ein Pilger, noch nie einen Pilger gesehen, Leute. Ja, gerade mal drüber nachgedacht, jetzt sind es dann auch schon knapp 750 Kilometer heute mit dem Mozarabe, mit meinen kleinen ja, Extras, die ich da gemacht habe. Normal hat der rund 420 und das sind 300 hier knapp. Ja, und wenn ihr auf dem Via de la Plata unterwegs seid, von Sevilla aus, dann ist hier in Salamanca Halbzeit. Ne? Dann habt ihr die ersten 500 geschafft und dann kommen nochmal 500. So Freunde, hier die Alberge de Peregrinos von Morilla, könnt ihr auch reingehen, vielleicht ich auch, ich könnte ja mal gucken. Ne? Ja Leute, das ist ja süß, ne? 2,
4, 6. Also hier ist der Eingang von der Herberge. 2, 4, 6 Betten. Aber, so wie ich das sehe, mit rosa oder blauer Bettwäsche. Steppbettwäsche. Okay. So, da gibt es ein Waschbecken. Dusche und so weiter. So, mit dem Barbesuch in Morille war nichts. Da drüben geht ein spanisches Pärchen. Hier sind die drei Holländer. Und da winke mir einmal zu. Nicht ganz so schön weich wie gestern die Wiesenwege. Aber trotzdem Piste, alles Wanderwege. Auch hier seht ihr, kommen wir wieder durch so eine Dehesa. Ja, toll. Also bisher macht's Spaß. Kaffee fehlt noch und dann ist alles gut. Ja, da hinten Salamanca zu sehen, das Ziel unserer Träume, beziehungsweise das Ziel meiner Träume. Ja, aber ich denke, es war eine ganz gute Erfahrung, ne? Auch mal so zu sehen, okay, man kann 300 Kilometer auch noch mit so einem gebrochenen Schochen gehen. Das geht, diese Ermüdungsbrüche sind ja, ich sage mal, mehr oder weniger so haarfein. Ja, es ist nicht spaßig, aber es ist so eine Erfahrung halt. Ne? So, wenn man daran denkt, römische Legionen oder die Vertriebenen nach dem Krieg, wie weit die laufen mussten, 50, 60 Kilometer am Tag mit Gepäck. Und ja, da hat das auch keinen interessiert. Ja, das Unschöne an solchen Brüchen ist natürlich, dass man natürlich auf solche Dinge hier, ne, Steine und sowas, höllisch achten muss. Man guckt also wirklich nur noch auf den Weg und wie tritt man auf. Weil, ja, noch einmal umknicken, ne, dann macht es richtig Krach und dann ist nur noch ganz wenig mitlaufen. Also, wenn ihr sowas mal habt, schön aufpassen. Ja, gerade hat es Bling gemacht, Handy ging an und Hangouts, ne? Ist heute Vatertag. Ich weiß auch nicht, warum ich immer jeden Vatertag auf irgendeinem Camino bin. Keine Ahnung, aber es ist halt so. Ist wahrscheinlich so die beste Zeit für die Caminos. Ja, dann sagen wir mal fröhlichen Vatertag. Werde ich mir gleich mal direkt einen Kaffee con leche drauf gönnen, ne? Ja, der braucht noch ein bisschen bis Salamanca. Der braucht etwas länger. So. Dann geht es mal weiter. Also ich denke mal Viertelstunde noch. Ja. Und dann sind wir an Miranda de irgendwas. Ja, Kaffee, ne? Und eine schöne, kühle Cola. Ja, ja, das sind so die kleinen Wünsche des Pilgers, ne? Miranda de Azan. Und meine Kaffeetasse seht ihr ja schon ganz deutlich da oben drauf. So, und hier gibt es auch ein Refugio, sprich eine Alberge, und Sello al Peregrino und eine Tienda. Eieieiei. Ja, dann gehen wir mal einen kleinen Umweg hier rein. So, dann gehen wir hier wieder aus dem kleinen Örtchen raus, Miranda de irgendwas, und die letzten C. Genießen wir noch die Ruhe vor dem Großstadtlärm. Ach, herrlich. Da unten kommen sie. Vor 5 Minuten waren wir noch zusammen. Erst die beiden Holländer, dann der Adolfo. Rudolfo, der Stockterrorist. Klicker, klacker, klack. 8 Stöcke. Ja, so. Wollen wir mal ein bisschen schneller weitergehen, damit wir das Klicker, klacker wieder loswerden. Ne? Ja, das Kreuz dann auch in der passenden Farbe, in Gelb. Und da hinten sehen wir es. Salamanca. Das nenne ich mal eine große Herde, ne? Also, da ist die ganze Wiese voll. Und das hier direkt an der Autobahn. Kuckuck, Schäfchen. Oh. Neuer Job.
Schafhirte, Schaftreiber. Ja, wie immer schon zu meiner Frau gesagt, ne? Irgendwo so eine Alm, Schafhirte. Also, merke auch schon, macht mir schon Spaß. Und da hinten ist Salamanca. Das macht mir noch mehr Spaß. So, das hier sind vernünftige Stockwanderer. Mit Plastikknöpfen, ne? Man hört nichts. So, Freunde, da sind wir da, ne? Salamanca. Salamanca, Hotel Toboso, Apart Hotel Toboso, Einzelzimmer, 30 Euro. Es gibt aber auch in der gesamten Stadt auch Doppelzimmer, 39 Euro. Ich bin an Zig-Schildern vorbeigekommen. Also es ist kein besonders super preisgünstiger Preis, aber für Salamanca, denke ich, kann man das investieren. Ja, schönes Badezimmerchen, ne? In 80er Jahre braun oder braun Marmor. Aber alles super gepflegt, das sehen wir schon. Alles toll. Ja, und machen noch alles ein letztes Hallo Dirki. Hallo Dirki. Und ja, jetzt machen wir gleich Sightseeing. Ne? Erstmal duschen natürlich. Und dann gehen wir zum Sightseeing über. Und hier ist Dirkis schönes Bett, weil morgen muss ich ja auch früh raus. 7 Uhr geht der Bus. Ja, der eine oder andere, der mich jetzt fast oder über 700 Kilometer begleitet hat, wird sich vielleicht fragen, ja, was war denn mit Dirkis Eigendiagnose? Ja, ich kann euch sagen, ich lag vollkommen richtig. Diesmal war es dann der zweite Mittelfußknochen rechts, aber ihr seht schon hier, ich bin eine Woche zu Hause und ja, die Schwellung, das ist schon deutlich besser geworden. Klar, absolute Schonung. Und es gibt neue Erkenntnisse, was die Behandlung solcher Geschichten anbelangt, zeige ich euch jetzt. Ja Leute, wenn ihr das auch mal habt mit so einem Ermüdungsbruch, dann ist üblicherweise so die Empfehlung, beim letzten Mal war es bei mir so eine Woche Liegegips und dann gab es noch 6 Wochen Gehgips. Es gibt aber, wenn ihr genug quengelt, andere Alternativen, das ist hier so eine Geschichte so true, damit wird der durch diesen Keil, der vordere Fuß entsprechend ja, nach oben gestellt, nicht? Und damit belastet ihr den vorderen Fuß nicht. Das Ganze gibt es dann auch nochmal hier mit so einem Eisenteil, ne? Wenn ihr zum Beispiel einen Bruch im vorderen Bereich habt, damit ihr euch nicht nochmal den Fuß stoßt und so weiter während des Heilungsprozesses. Ich meine, das Ding ist auch nicht spaßig und damit soll man nicht laufen, ne? Dafür gibt es dann die Krücken, ne? Wenn man sich schneller bewegen muss. Aber so im Haus, ne? Da kann man doch schon ein bisschen besser auch mitgehen. Und Gips müsst ihr ja immer, wisst ihr, Thrombosespritze jeden Tag. Ne? Ist auch nicht lustig. Jeden Tag so eine Spritze ins Bein rammen. Und das hier ist schon, ja, etwas die elegantere Lösung. Kann man auch mal nachts abmachen, auch beim Duschen. Und 4 Wochen muss ich das Ding jetzt erstmal tragen. Heißt also kein Auto fahren, nicht arbeiten. Ja, das ist jetzt hier das Hauptstadtmodell, Leute. Also, Modell Berlin, ne? Ich meine,
Das ist nicht spaßig. Ihr müsst natürlich darauf achten, linke Geschichte, ne? Eventuell auch einen höheren Schuh oder eher ein was. Beziehungsweise vielleicht also Geleinlagen, Einlagen rein. Denn ansonsten, wenn ihr da viel mitgeht, was ihr nicht tun solltet, dann gibt es Haltungsschäden. Ne? Kann zu Rücken führen. Ne? Also insofern, also auch hier ist Vorsicht geboten, am besten Krücken benutzen. Und ja, wie so ein G-Gips. Ne? Das heißt zwar G-Gips, aber damit laufen sollte man natürlich nicht. Ne? So, schauen wir mal. Ne? Aber ist doch ein schickes Modell. Ne? Wie immer bei meinen Videos, auch hier Salamanca. Nur ganz wenig von Salamanca. Also Salamanca ist wirklich extrem schön. Also das müsst ihr euch wirklich anschauen. In 3D, da müsst ihr ja live dabei sein. Das kann man so in Videos gar nicht verpacken. Also die Kathedrale, alles, die ganze Innenstadt, Plaza Mayor, alles sehr monumental. Ja, und jetzt geht es so langsam auf das Ende des Videos zu. Also wer mich jetzt wirklich seit dem Camino Mozzarabe, seit Granada begleitet hat, 6,5 Stunden, da sage ich Hut ab, denn ihr seht ja, auch Pilgeralltage sind Alltage. Na, das geht morgens immer gleich los, Füße abkleben, ja, Rucksack packen, diese Dinge halt. Dann macht man sich auf den Weg, dann kommt man an, Bar, dann sucht man nach einer Herberge. Wenn die Herberge gefunden ist, dann duschen, Wäsche waschen, diese Dinge halt. Ja, dann kommt das Übliche, man sucht schon wieder, wo kann ich heute Abend essen gehen. Man kauft noch was ein, ne, für den nächsten Tag, fürs Frühstück, was auch immer. Dann schaut man in seinen Pilgerführer, in seine Unterlagen, was liegt am nächsten Tag an, was kann ich machen, was liegt vielleicht schon übermorgen an. Und diese Dinge halt macht die Etappenplanung nochmal genau. Ja, und dann nach dem Abendessen geht es dann ins Bettchen und morgens früh geht das Ganze wieder gleich los. Ja, aber der Weg, ich denke, Via de la Plata, ihr habt es gesehen, ja, viele gerade Strecken, mir fehlte so ein bisschen das Auf und Ab. Ich gehe gerne rauf, sehr, sehr gerne, aber gerade auch für die Leute, die sagen, okay, ich möchte gerne eine einfache Strecke haben, da ist das hier wirklich super geeignet, die Via de la Plata. Denn Schwierigkeiten im Weg oder was Höhenmeter anbelangt, gibt es hier überhaupt keine. Und ihr habt die Naturaufnahmen gesehen. Alles sehr, sehr schön. Ich stelle euch gleich noch die Fotos in chronologischer Reihenfolge, dann mit Musik ein. Ja, es gibt Schlimmeres als so einen gebrochenen Fuß. Ich weiß nicht, warum zweimal auf der Via de la Plata. Diesmal war es nicht so schlimm, weil 300 Kilometer, okay. Die Füße waren vorher nicht in einem guten Zustand und ja, ich hatte so ein Pflichtprogramm für mich auferlegt, das war der Camino Mozzarabe und hier der Via de la Plata, das war die Kür und auch da habe ich eine ganze Menge geschafft. 700 Kilometer ist eine ganze Menge, das sollte gerade die Pilgeranfänger, ja, sollten das nicht unterschätzen. Ja, jetzt kann ich mich natürlich pfingsten, ne? Camino Mozzarabe Wetter, gerade jetzt Anfang Juni, bis zu 37 Grad. Ja, da kann man gut auf der Terrasse die Füße hochlegen, gut entspannen. Bin ja, wie man so in Deutschland sagt, krank geschrieben. Ja, fürchterliches Wort, aber es ist so. So, nun aber wirklich genug von meinem endlosen Gequatsche. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt vor allem, bleibt gesund. Euer Dirk, euer Dirki, euer Mr. Wolfisch. The TV man spoke of death on some coast. I saw the crumbling debris. It dealt me a blow, but I'm thankful to know that it could never happen to me. I am standing on motionless land, a constant under my feet. I've got four walls and a roof overhead. Could never happen to me. I feel
feel for the poor folks who wander the streets in search of their daughters and sons. It's sad there are people with nothing to eat, but I'm thankful I'll never be one. Without flaws, and I've suffered through loss. I've got problems that weigh on my mind. I've got bills to pay and a son on the way, so I've gotta save every so far from my door, as if tragedy lives overseas. I wish I could help, but I'm glad for myself that it could never happen to me. It could never happen to me.